Das Globe Festival ist ein Festival, was zurückgeht auf ein Modellprojekt, eine Ausschreibung des BMBF. Aufgrund der Pandemie wurde das Globe Festival letztes Jahr durchgeführt, allerdings nur digital. Wir hatten dann sozusagen eine zweite Möglichkeit in diesem Jahr, so ist das Globe 22, als insgesamt sechstägiges Festival im Paulinum entstanden. Climate Solidarities sind für uns die Fragestellungen, die um die Auseinandersetzung mit dem Klimawandel, mit den gesellschaftlichen Folgen des Klimawandels und um das Thema Klimagerechtigkeit entstehen. Also wer trägt eigentlich die Verantwortung, wofür, wie können Gesellschaften auf diese Herausforderungen reagieren? Man könnte hier eine bunte Mischung an Formaten von Wissenschaftskommunikation erwarten. Das geht von der Buchlesung über die Diskussion, über Filmpremieren mit Kommentar und Besprechung, über Konzerte, über performative und interaktive Angebote. Dass an vielen Tagen eine sehr spannende Auseinandersetzung entstanden ist beim Festival, weil einfach wir gemerkt haben, dass eine weltweite Auseinandersetzung gar nicht so viele Unterschiede, sondern eher viele Gemeinsamkeiten der Herangehensweisen zeigt. Das war schon sehr überraschend und das war auch auf irgendeine Weise sehr beruhigend. Everyone was really willing to listen and reflect, which was my goal with the workshop. Listening to the voices whom we heard from today, which were mostly from BIPOC for Future or MAPA activists, which stands for Most Affected People in Areas. We need to be in solidarity with everyone around the world who's on the front lines of the climate crisis. That means listening to what their needs are and joining them in collaboration and not as a how can I help you. There is only hegemonic, dominant, colonial knowledge that is used to understand hazards and their impact on people's lives, but that regular people who have lived experience, who have historical memory, all of those other ways of knowing are ignored in favor of a particular brand of Western science. I think my contribution is making sure all of those different ways of knowing climate is included. Was sind denn eigentlich Fakten? Was sind denn sozusagen Perspektiven, die sich aus einer Forschung, aus einer Recherche ergeben und die einer Öffentlichkeit auch zur Verfügung zu stellen, dass die Wissenschaft für diesen Dialog eine Art verlässliche Basis, eine Orientierung auf der Landkarte darstellen kann. Climate solidarity is really about being able to speak that truth to power, trying to present other ways of knowing truths. There isn't just one truth. That's very relevant, I think.